Hallo und wie schön, dass du da bist. Ich bin Gabriela. Ich bin psychologischer Berater und Körperpsychotherapeutin, zertifizierte Ashtanga-Yoga-Lehrerin, Entspannungstherapeut und traumasensitive Yoga-Lehrerin. Ich wende aber auch von Somatic Experiencing und neurogenes Zittern gewisse Übungen an und ich freue mich jetzt auf dich bei dieser kleinen Sequenz. Für den Fall, wenn du gerade wieder prokrastinierst. Prokrastination ist ja doch dieses Phänomen, wenn wir alles aufschieben und währenddessen immer mehr Druck und innere Anspannung in unserem Körper entsteht. Höchstwahrscheinlich kennst du auch sehr gut. Ich als ebenfalls Überlebende kenne ich das nur zu gut, gerade auch noch in meinem Geschäftsleben, im Businessumfeld, war das ein unglaubliches Symptomfeld, was ich immer wieder hatte. Wir wissen, dass Prokrastination ein Zustand unseres Nervensystems ist, wenn wir in der Übererregung sind. Das heißt, dass vom autonomen Nervensystem gerade unser Sympathikus in Aktion ist. Du merkst es wahrscheinlich auch an solchen Symptomen, wie dass dein Herz vielleicht mehr schlägt oder dass du ja, deinen Atem gar nicht mehr beachtest und du nur noch im Kopf bist und womöglich bereits ja, Emotionen wie Angst oder noch mehr Druck und schon bereits Scham vor einem möglichen Ergebnis, ein womöglich negativen oder nicht so guten Ergebnis in deinem Kopf und in deinem Herzen sich bilden und dir gar keine Ruhe mehr lassen. Genau in solchen Situationen kannst du dein Nervensystem wunderbar regulieren, wenn du es schaffst, in hier und jetzt zurückzukommen. Das ist nämlich der Schlüssel. Bei Prokrastination sind wir in einer gedanklichen inneren Schleife, welche uns, wenn wir durch unser von uns erzeugten Druck nur noch mehr in die Anspannung gehen, sogar in eine Dissoziation münden kann. Das heißt, dass es sehr wichtig ist, so schnell wie möglich, wenn du das merkst, dass es wieder bei dir wütet sozusagen, dass du agierst und dass du dich wieder regulierst, in deine Mitte zurückkommst. Und das werden wir jetzt ausprobieren. Es ist auch ein entscheidender Punkt, dass wir solche Zustände, sogenannte symptomassoziierte Ego-States oder symptomassoziierte Seiten von dir, können wir auch sagen. Das ist zum Beispiel auch, wenn jemand süchtig ist, ob das Essen ist oder sonst was. Aber diese Zustände, wo wir uns in solchen Situationen befinden, das sind immer überregulierte Zustände, wo eine wahnsinnige innere Anspannung vorhanden ist. Und wir das versuchen, auf irgendeine Art und Weise aber aufzulösen bzw. abzubauen. Und das sind nichts anderes, diese symptomassoziierte Seiten oder symptomassoziierte Ego-States, das sind nichts anderes als Erinnerungsnetzwerke in unserem Körper. Das kannst du dir so vorstellen, dass du irgendwann mal etwas erlebt hast, und dieses Erlebnis wurde ganzheitlich in deinem Körper abgespeichert. Sowohl präfrontaler Kortex als auch kognitive, ganz objektive Art, faktische Weise. Oder auch nicht, nicht wahr? Wenn wir zum Beispiel dissoziative Amnesie haben. Gleichzeitig aber auch emotionale Ebene bzw. limbisches System. Wir sagen immer emotional, aber Emotion ist ja hier in unserem Kopf, nicht wahr? Im Gehirn. Also auch auf emotionaler Ebene.
Und natürlich unser Körper hat es auch abgespeichert. Das heißt, da sprechen wir nicht die Emotionen an, sondern viszeral, also Sinnes- und Körperempfindungen, die wir mit der Zeit sowieso als komplex traumatisierte irgendwann total vernachlässigt haben oder einfach aus dem Auge verloren haben. Und all diese Ebenen haben wir für uns abgespeichert, ob wir wollten oder nicht, nicht wahr? Und die sind da. Und wenn du in diesen Zustand von Prokrastinieren reinrutscht, dann passiert genau das, dass dieses abgespeicherte Erlebnisnetzwerk wieder aktiv wird. Und dieses Netzwerk kann natürlich erzeugen, dass du nur noch im Kopf bist zum Beispiel und deinen Körper gar nicht mehr wahrnimmst. Und wir erreichen aber dadurch, dass wir von diesem Netzwerk die andere Komponente ansprechen, hier jetzt durch traumasensitive Yoga, werden wir durch den Körper das Nervensystem und diesen Zustand sozusagen stören und auflösen im Sinne, es verschwindet ja nicht, sondern ich störe es, dieses Erlebnisnetzwerk wird dann dadurch wieder inaktiv und du kannst dann mit der Zeit klar denken und du kannst dann mit der Zeit auch wieder ja, Ruhe finden und aus dieser Prokrastination rauskommen. Und jetzt lade ich dich dazu ein, diese Sequenz mit mir zu machen. Dazu brauchst du rein gar nichts, außer deinen Körper. Und du kannst dazu auch irgendwo sitzen oder liegen ist weniger gut. Aber das kann eine Sitzposition sein, so wie bei mir. Es kann aber auch auf einem Stuhl zum Beispiel sein. Es wäre ideal, dass du zumindest deinen Sitzhöcker spürst, dass du eine Bindung zur Erde, zum Boden auch eben annehmen kannst. Und here we go, da sind wir auch schon. Und ich lade dich jetzt dazu ein, dass wenn du gerade auch diesen Zustand hast, aber dass du mit deinem Körper jetzt mal ganz auf der Erde ankommst. Und wenn auch Übererregung gerade da ist, du kannst dich dann noch bewegen, ja? Höchstwahrscheinlich sagt auch dein Körper, welche Muster an Bewegung sich wünscht, wo du dich vielleicht auch schon durch diesen Wiegen, ja, etwas regulierst und dich, ja, mehr beruhigen kannst. Aber vor allem lade ich dich jetzt dazu ein, wenn es dir angenehm ist und du das probierst und ausprobieren magst, dass du mit deiner Aufmerksamkeit immer mehr zu deinem Gesäß und zu den Sitzhöcker gehst. Und du jetzt versuchst, die Aufmerksamkeit so weit und so gut es geht, zu deinen Sitzhöcker zu dem rechten, zu dem linken zu gehen und dabei erforscht, was du dort spürst. Ist die Auflage, wo du gerade sitzt, ist das warm? Wie ist die Beschaffenheit? Ist das vielleicht kalt? Sitzt du auf dem Stein oder in der Wiese? Was spürst du da gerade? Spürst du überhaupt etwas? Oder ist immer noch vielleicht diese intuitive Bewegung, was du aus dieser Anregung, ja, aus dieser Überreguliertheit hier mitgebracht hast? Und als nächstes lade ich dich dazu ein, dass wir diese Überreguliertsein gleich in der Bewegung mitnehmen. Und du kannst, soweit es geht und wenn du möchtest, ausprobieren, wie das ist, deine Schulter wahrzunehmen. Du kannst versuchen, deine Schulter ein bisschen kreisen und du hast dabei die Wahl und ich ermutige dich dazu, ich lade dich dazu ein, zu erforschen und auszuprobieren,
ob du nach vorne deine Schulter kreisen möchtest oder nach hinten sie kreisen möchtest. Oder möchtest du vielleicht nur eine Schulter kreisen und dabei, wenn du den Kopf auch noch drehst, vielleicht mal beobachten, was du gerade dabei spürst. Ich lade dich dazu ein, deine Aufmerksamkeit zu deinem Schultergelenk und zu deinen Schulterplatten zu bringen und hineinzuhorchen in deinen Körper, was da an vielleicht kleinen Zippen oder Ziehen oder ist da vielleicht gerade ja eine Temperaturveränderung, aber was du da hier gerade spürst. Und du kannst genau das Gleiche, wenn du möchtest, mit deiner linken Schulter auch tun. Dabei ausprobieren, ob du nach vorne deine Schulter drehen möchtest oder möchtest du dein Schultergelenk nach hinten bewegen. Und vielleicht kannst du ein bisschen was beobachten, wie sich auch hier vorne, ja, deine Brustmuskulatur sich verändert. Denn wir öffnen unser Brustkorb dabei und wir dehnen natürlich auch unsere ganze Brustmuskulatur. Wenn du magst, kannst du auch ausprobieren, dass du das jetzt ein bisschen größer machst. Also wo du sozusagen deinen ganzen Arm und Schultergelenk bewegst und dann auch wieder nach vorne bewegst. Das kann ganz intuitiv sein, so wie du möchtest. Das ist fast wie ein Flügelschlag von einem Vögelchen. Fokus ist hier dabei, soweit es dir möglich ist, dass du die Aufmerksamkeit rein auf dein Körpergewahrsein, auf die Körperwahrnehmung lenkst. Genau. Bewegt sich denn dein Schultergelenk immer noch so gut? Oder spürst du vielleicht Verhärtungen? Ja. Hier, Schulter, Nackenmuskulatur, zieht vielleicht dann auch den Nacken mit. Du kannst vielleicht auch die Geschwindigkeit, das Tempo verändern, ja? Oh. Wie verändert sich dann zum Beispiel dein Rücken? Oder wie ist die Atmung? Wird deine Atmung vielleicht schneller? Lass mal von dir so ein Seufzchen, ja, tönen. Und jetzt lade ich dich dazu ein, mit einem nächsten Flügelschlag deine Arme wie zwei Flügel von einem Vögelchen auf dein Oberschenkel oder auf deinen Knien abzulegen und nachzuspüren. Vielleicht nimmst du etwas wahr, was sich in deinen Schulter im Vergleich dazu, wie es davor war, verändert hat. Und womöglich spürst du auch, dass dort jetzt deine Schulter durch das eigene Gewicht etwas schwerer sind sozusagen und deine Arme deutlich lockerer und entspannter im Schultergelenk sitzen. Und womöglich, dass auch deine Atmung befreiter ist, da dein Brustkorb sich geöffnet hat und auch deine Brustmuskulatur bewegt wurde. Aber womöglich spürst du was anderes und du weißt ja, es ist alles erlaubt, keine Emotion und keine Wahrnehmung ist diskutabel, denn es ist immer individuell und vertraue deine Emotionen und vertraue deine Wahrnehmung.
Vielleicht sagt ja dein Körper auch intuitiv, dass du noch etwas benötigst. Vielleicht hier noch ein paar Kreisen. Oder nochmal auch deine Sitzhöcker zu spüren. Rechts und links. Bevor wir jetzt auch ein wenig erleben, wie das ist, wenn wir uns etwas vornehmen und dann vielleicht schon bereits durch den Gedanken spüren, eine intuitive Stimme sagt, oh nein, das will ich eigentlich gar nicht oder nee, das schaffe ich nicht oder es wird nie genug sein oder oh, boah, das ist ja eine irre Arbeit. Und bevor man beginnen würde, schiebt man gleich auch alles auf Seite. Und deshalb lade ich dich dazu ein, dass wir das jetzt ein bisschen austarieren. Denn du hast die Möglichkeit, es immer nachzujustieren. Und als erstes lade ich dich dazu, eine ganz kleine Übung zu machen, indem wir mit dem etwas gelockerten Schultern beide Hände gegenseitig auf diese Schulter lenken. Und vielleicht bereits auf dem Weg hast du schon gedacht, nein, ich möchte mich nicht umarmen. Oder ich möchte mich heute nur ein bisschen umarmen. Und ich möchte dich dazu jetzt ermutigen, das zu korrigieren. Und zwar so zu korrigieren, dass du verschiedene Stufen dabei erspürst. Wie ist das, wenn du dich nur an den Ellenbogen nimmst? Wie fühlt sich das an? Wenn du möchtest, kannst du dabei deine Augen immer entweder offen oder geschlossen lassen, so wie es dir danach ist. Oder vielleicht möchtest du dich wieder mal hier weiter nach oben, nochmal etwas enger. Ja, das ist so, wie wenn man sich irgendwo reinkuschelt, nicht wahr? Wie fühlt sich das jetzt an? Ändert sich vielleicht deine Körperhaltung? Dein Empfinden, dein Gefühl verändern sich? Oder entsteht in dir vielleicht sogar eine Sehnsucht nach einer kuscheligen Decke? Oder wäre dir heute einfach nur ausreichend, wenn du deine beiden Hände zusammennimmst und vielleicht einfach in den Schoß legst. Denn auch Selbstliebe können wir nicht erzwingen. Nur weil wir etwas anstreben und uns ein ganz großes Ziel gesetzt haben, werden wir das nicht stimmig und authentisch machen können, wenn es sich nicht gut anfühlt. Genauso ist es mit Prokrastination. Und du kannst es jetzt ein bisschen vielleicht so matchen. Ja? Und das nächste Mal, wenn du so eine Situation für dich entdeckst, übertragen. Und ich möchte dich dazu einladen, dass du das nächste Mal ebenfalls, egal was das für ein Ziel ist oder eine Aufgabe, vielleicht erst in kleine Schritte aufteilst. So wie ich dich gerade dazu eingeladen habe, dich ganz hier an den Schultern zu fassen und dich umzuarmen, dass du mindestens 2, 3 kleine Stufen einbaust und erstmal auch reinspürst. Ja, wie wäre das, wenn ich jetzt erstmal nur 75% mache? Und wie ist es, wenn es nur 50 sind heute? Fühlt sich das jetzt heute so gerade momentan gut an oder ist heute vielleicht sogar das zu viel? Und du möchtest dich nur hier vielleicht am Unterarm nehmen? Oder sogar deine Arme ganz in den Schoß legen?
Oder einfach neben dir heranlegen. Und du wünschst dir jetzt im Moment keinen Kontakt zu deinem Körper. Ist auch möglich. Erforsche dich. Erforsche, was du spürst, ob du etwas spürst. Braucht dein Körper vielleicht kleine Bewegungen dazu? Du kannst auch deine Sitzposition natürlich verändern, ja? Die Beine wechseln. Du kannst auch natürlich immer entweder so eine Position wählen, oder wenn du mit den Knien Schwierigkeiten hast, entweder strecken oder mit einem Bolster unter den Knien die Sitzposition zu suchen. Und abschließend zu dieser Übung und zu dieser Sequenz möchte ich dich dazu einladen, ein wenig mit deiner Aufmerksamkeit über deinen Körper kleine Reise zu machen. Und zwar, du weißt noch, wie wir angekommen sind heute, hier auf der Erde, dem Boden. Wir haben uns sozusagen durch den Körperkontakt, durch die Sitzhöcker und durch die Bewegung vielleicht, ja, mit diesem rechts und links, wo wir noch Anspannung abgebaut haben, erstmal verbunden. Wodurch auch die Atmung etwas ruhiger wurde. Und danach sind wir mit der Aufmerksamkeit zu unseren Schultern gewandert. Und dort diese Bewegung gemacht und auch hier erforscht, welche Bewegung denn unser Körper heute hier möchte. Und wir haben dabei auch unsere Entscheidungsfähigkeit ein bisschen trainiert. Und als Nebeneffekt unser Brustkorb geöffnet. Und zuletzt sind wir mit unserer Aufmerksamkeit zu einer Selbstumarmung gewandert, wo wir verschiedene Stufen dessen erlebt und erkundet haben. Vielleicht spürst du noch das Erlebnis, diese Erfahrung im Körper, wie das war, die Berührung. Deine Schulter von den Händen, sind deine Hände warm gewesen? Wie war das, als du auf die Oberarme gegangen warst? Wie fühlte sich das an, wenn du deine Ellenbogen gefasst hast? Und vielleicht erinnerst du dich noch daran, wie sich durch diese Erlaubnis und durch diese Variationen und Möglichkeiten eine eventuelle Anspannung und Druck in dir reguliert wurde. Nach unten reguliert oder dann vielleicht ein Stückchen wieder nach oben, dann ganz nach unten und ist das vielleicht ganz verschwunden. Oder erst vielleicht sogar da verschwunden, als du deine Arme ganz lose neben deinen Körper gelegt hast und war dann deine Atmung ganz frei. Und der Druck und die Anspannung waren verschwunden. Falls es bei dir nicht der Fall war und du noch ein paar Runden brauchtest, dann lade ich dir dazu ein, dass du diese, das wahrscheinlich kannst du jetzt auch selbst, mit ganz großem Körpergewahrsein und Aufmerksamkeit auf deinen Körper und
auf deine Empfindungen, lenkend selbst ausführst und nochmal ein paar Runden machst. Und ansonsten über deine Kommentare und Wünsche für Körpersequenzen freue ich mich natürlich sehr. Wünsche ich dir eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Namaste.